Herzlich willkommen zu meinem ersten Video 2018. Ja, was soll ich sagen, wie ihr schon sehen könnt, das Wetter ist einfach der Hammer. Also wirklich so Momente, das ist einfach nur traumhaft, kann ich sagen. Mittlerweile 3 Stunden am Gewässer und bin in der Früh hergekommen, da war es noch leicht dämmerig. Ich habe mal Plätze gesucht, geschaut, okay, wo sind vielleicht Kanten oder die eine oder andere Muschelbank, wo vielleicht ein idealer Hotspot für diese Jahreszeit ist. Und ja, danach habe ich die Routen ausgebracht, habe überall eine halbe Handvoll Kugeln drauf gefüttert, weil ganz, ganz wichtig im Winter ist Füttern sehr, sehr wichtig. Man darf aber nur nicht zu viel füttern. Und ja, zu meiner Köderwahl, und zwar ich fische einen Snowman, sind self-made Baits. Und zwar, ich habe extra darauf geachtet, dass es eine sehr schnell arbeitende Kugel ist, dass wirklich die Inhalts- und die Lockstoffe sehr schnell in das Wasser gelangen und nicht in der Kugel festsitzen. Und das ist halt wirklich im Winter auch sehr, sehr wichtig, dass einfach man aktive Köder hat. Bis später. So, grüß euch Männer, da bin ich wieder. Und zwar leider ist es heute nichts mehr geworden mit dem Schneekarpfen. Aber ich möchte es trotzdem noch 1 oder 2 Minuten vielleicht nutzen, um etwas Mehrwert weiterzugeben. Und wenn ihr schon kein Foto von einem Karpfen nicht habt, dann schauen wir wenigstens sich gemeinsam mal das Rig an. Für das muss ja auch einmal Zeit sein. Und zwar bei mir ist es so, ich fische ein komplett normales Single Rig. Das heißt einfach normale Grundmontage. Ich habe das so ausgeführt, dass es einfach aggressiver ist. Haben wir hier direkt eine, mal banal ausgedrückt, eine Verlängerung vom Hakenschenkel, somit dass es jeder auch versteht. Und hier vorne haben wir ganz normal das Haar mit einem kleinen Silikonschlauch drauf. Und zwar, ich fische das immer so, die meisten haben den Silikonschlauch immer etwas weiter hinten. Ich mache das immer, dass ich wirklich das Haar, den Haarabgang direkt in der Biegung drinnen habe. Seht ihr das? Weil somit ist hier die Kugel drauf und so hat man den besten Drehpunkt. Extrem im Winter, dass ich eher nur die tieferen Stellen beangel, genauso wie bei einem Wetterumschwung, so wie jetzt, wo es auf einmal eiskalt ist, der Schnee fällt, und da schaue ich wirklich, wo habe ich Kanten, und dort in den tiefen Rinnen oder Löcher platziere ich nachher einfach den Köder. Im Winter sind sie sehr träge und faul, und wenn das dann wirklich gut platziert ist und vielleicht noch mit einem kleinen PFA-Säckchen, was ich auch immer daneben noch hin platziere, ist das dann wirklich eine Anköderung, wo sich der Karpfen dann nicht zweimal überlegt, zahlt sich das aus, nur wegen einer einzelnen Kugel erst drunter schwimmen, was alles natürlich Energie kostet.